Jo, nach dieser tollen Partwendung mache ich gleich weiter. Es passt übrigens alles vollkommen gut im Rahmen, also das erstaunt mich sogar selbst. Gut, also herzlich willkommen zurück zu Pokémon und Saphir. Im letzten Part haben wir schon einige Pokémon gefangen, haben gegen Maike gekämpft und sonst irgendwas für einen Mist getan. Hier haben wir zum Beispiel den nächsten Kandidaten für einen Pokéball. Den guten Baumpel, den wir jetzt sofort einfangen werden. Ich weiß, ein bisschen dumm, aber es kann ja nicht schaden. Okay, dass ihr das mal wieder gut, das darf ich nehmen. Aufgrund dieser Erfahrungen, jetzt weiß ich auch, wofür diese Pokémon da sind, die wir gefangen haben, nicht nur als VM-Sklave, sondern auch als Helfer für sämtliche Lebenssituationen. Wieso ist ja nicht das halbtote Vivien? Immer wieder dieser. Verdammt nochmal, was hast du getan, du? Oh, ich verzeih dir das nie. Ich hätte lieber die Pokémon heilen sollen. Nein, aber da haben wir schon den nächsten Kandidaten. Auch wenn er weiblich ist. Komm, fang einfach ein. Genau, so stelle ich mir das immer vor. Er füllt gleich zwei Pokédex-Seiten. Gut. Die nennen wir. Ich glaube, ich habe ihn schon in meinem Handy-Display Wummi genannt. Aber ich nenne einfach nur Wum. Wum. Ja, ich weiß, ich benutze kleine Buchstaben. Auch wenn das hier eigentlich noch nicht so damals hier so in diesem Spiel vorgesehen war. Also es kommen doch recht selten, nicht selten Raubis vor. Oder Baumpel. Ich sag einfach Raupi der dritten Generation. Ihr immer und eure korrekte Aussprache, Jugendlichen heutzutage. Naja, ich bin ja selbst 15. Was sage ich da eigentlich? Okay. Ich weiß, es fehlt noch Wingull, aber das geht mir jetzt total vorbei. Wobei, fangen wir uns doch noch ein. Auf jeden Fall neue Items kaufen, das wäre nicht so von schlechten Eltern. Pokéball. Verkauft es dann für eine Menge. Ach, es kommen ja wieder die ganzen Trainer und so weiter und so fort und die geben uns ja alle wieder Geld. Und hier gucken wir jetzt noch uns nach Wingull um. Das müsste eigentlich irgendwo hier sein. Es hat keine Wirkung auf Wingull. Ach so, weil es eine Bodenattacke ist oder was. Auf jeden Fall können wir uns das Boden zunutze machen, weil... Doch, Mike hat Gigabohr. Das ist Quatsch. Ich habe mir da gerade eine vollkommen coole Story ausgedacht, aber... Im Nachhinein scheint es keinen Sinn zu machen. Okay. Es war auch ein bisschen dumm, wie ich im Mike-Kampf vorgegangen bin. Jetzt haben wir auch 9 Pokebälle, das ist wundervoll. Also ich würde sogar sagen, ich mag Maike von allen Trainerinnen aus dem Anime am meisten. Also ich habe mich auch ein kleines bisschen als Kind immer in sie verliebt, also das ist... Natürlich, dieses Pokémon hat natürlich keine zwei Seiten, weil es hat ja nicht so sonderlich viel zu erzählen. Wie nennen wir denn dich? Meins. Ein sehr toller Film. Oder ein sehr berühmter Film, also. Nicht Mist, sondern meins. Gell, die haben doch immer meins gesagt, das findet Nemo. So, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen höher setzen und vielleicht näher ranzoomen. Oh, noch näher. Und das geht immer noch komplett ins Bild rein. Oh, wundervoll. Man muss sich schon anpassen. Also, das geht natürlich nicht. Man kann nicht einfach so sich da rausreden. Also, ich finde wirklich, die Qualität, die geht eigentlich dafür, dass es abgefilmt ist.
Ich nehme übrigens auf dem Game Boy Advance SP auf, also ich spiele auf dem Game Boy Advance SP. Wer das jetzt noch nicht bemerkt hat, der, ja. Das ist definitiv, also wer das nicht bemerkt hat, da fallen mir selbst keine Worte ein. So, erster Trainerkampf nach Michael. Wenn du Pokémon bei dir hast, bist du offiziell ein Pokémon-Trainer, daher kannst du meine Herausforderung nicht ablehnen. Ja, weil es ist so, man kann per Augenkontakt oder per Ansprechung gegen einen Trainer kämpfen. Und das ist der erste Kampf. Also von der Schwierigkeit her würde ich sogar sagen, da haben wir schon einen ordentlichen Brocken uns vorgenommen, weil ich habe keine so sonderlich guten Erinnerungen an dieses Spiel. Ach, ich habe verloren, ich hätte fleißiger trainieren sollen. Aber ich muss ja auch zugeben, ich habe ja nach Pokémon Saphir, dann Pokémon Rubin durchgespielt und da ging alles schnell flüssig wie Butter. Nur hier hat es halt ein bisschen gestreikt, weil ich glaube ich auch hier im Gekabor als Starter genommen habe. So, und ich lese das nicht immer vor. Habe ich ja schon gesagt, weil es absolut langweilig wird und Zeitverschwenden ist, weil manche Texte auch wirklich in die Ewigkeit reingehen. Kann doch sein, oder? Es wäre auch ganz gut, wenn wir Level 16 bis zum ersten Arena-Kampf erreicht haben, um uns dann zu entwickeln. Jo. Also es war anfangs geplant als Durchrush, aber das wäre mir dann doch zu viel Aufwand gewesen, weil da wäre ich irgendwann mal müde geworden und ihr versteht mich ja, und er ist kein Trainer. Die Pokémon müssen sich eigentlich hier größtenteils wiederholen. Man sieht sie ja. Ich glaube, in meinem Handy-Let's Play habe ich immer die Kämpfe übersprungen, weil es nämlich sowas war halt für mich immer so anstrengend und deswegen könnt ihr ja verstehen. Hoffentlich. Wenn ihr es nicht verstehen könnt, dann naja. Dann habt ihr eben den Salat. Oder halt was auch immer ihr essen wollt. Balbini, das finde ich auch so cool, aber das ist auf Level 3, ist natürlich ein sehr großer Nachteil für den Trainer hier. Man will halt auch, dass man die anderen Pokémon trainiert, was ich jetzt, wo ich strikt dagegen bin, sind andere halt dafür. So, Bären gibt es in diesem Spiel zum ersten Mal. Hier haben wir zum Beispiel zwei Siedelbären, Siedelbären heilen, allerdings haben die auch einen größeren Zweck dahinter, denn es gibt auch erstmals in diesem Spiel Wettbewerbe. Oh, und da war ich eigentlich immer ganz schön gut dabei, also Koordinatoren nennt man welche, die bei Wettbewerben teilnehmen. Das spielt im Anime eine größere Rolle als hier, also ich glaube, ich habe im Spiel jegliches Band gewonnen. Also ich habe mich im Wettbewerb immer sehr angestrengt, also das gibt es ja auch in Pokémon, Pokémon Diamant, Perl, Platin, in Pokémon Schwarz, beziehungsweise Schwarz 2 oder Weiß oder Weiß 2. Und es ist ja durch das Musical ausgetauscht. Und das war eigentlich die ganze Historie. Welchen Sinn man sich jetzt daraus zusammenfügen kann, weiß ich nicht. Gut, was haben wir denn noch hier? Oh, einen. Wie gesagt, Items sind immer in Pokébällen versteckt. Gut, wieso erkläre ich euch das eigentlich alles? Mein Gott, ihr seid doch nicht mehr. Ihr seid doch nicht mehr 5 und spielt zum ersten Mal ein Pokémon-Spiel. Blütenburg City, hier haben wir auch schon eine Arena. Allerdings stellt sich das gleich als Flop heraus. Sollte ich meine Pokémon lieber nicht heilen? Jo, das ist vielleicht nicht so von schlechten Eltern.
Und auch die Höhenregion, also ich habe ja gar nicht gesagt, dass wir uns in der Höhenregion befinden, ist auch an eine Landschaft in Japan angepasst. Also ich kann euch hier mal kurz zeigen, die Höhenregion ist übrigens, es ist offiziell, diese Region ist übrigens die meiste mit den, nicht nur mit den meisten Wasserrouten, sondern auch die mit den meisten Routen. Und man sieht es auch wirklich sehr, dass das Spiel sich sehr übers Wasser verläuft, was ich halt als sehr großen Minuspunkt empfand, auch wenn es viele wahrscheinlich gut fanden, weil dadurch war das Spiel nicht so sehr an Land gelegt. Die übrigens mit den roten Zeichen, das sind Arenen und die blauen, das sind halt kleinere Städte. Ob wir wirklich alles besuchen werden, das weiß ich nicht, weil es gibt nämlich den ein oder anderen Ort, der schwierig erreichbar ist. Und hier wütet gerade ein Hund rum in der Nachbarschaft, interessant. So, kämpfen wir mal. Ja, wenn das nicht LP ist, dann habt ihr also den Umzug beendet. Ich bin überrascht, dass du ganz alleine hierher gefunden hast. Oh, so ist das. Du bist in Pokémon-Begleitung. Ich glaube, du wirst einmal in meine Fußstapfen als Trainer treten, LP. Das sind großartige Aussichten, ich kann es kaum erwarten. Ich hätte so gerne ein Pokémon, bitte. Wie? Du? Ach, gut. Du bist Heiko, nicht wahr? Ich werde meinen Verwandten in Wiesenflur besuchen. Ich glaube, ich werde mich da noch doch einsam fühlen. Da würde ich gerne ein Pokémon mitnehmen. Aber ich habe noch nie eins gefangen. Ich weiß nicht, wie das geht. Oh, ich verstehe. LP, hast du es gehört? Hilf doch bitte Heiko dabei, ein Pokémon zu fangen. Hier, ich leihe dir mein Pokémon. Heiko hat einen Zickzack erhalten. Ist er überhaupt ein Junge oder ein Mädchen? Ich weiß es doch gar nicht. Oh wow, ein Pokémon. Ich gebe dir auch diesen Pokéball. Dann leg los. Heiko hält den Pokéball. Oh wow, dankeschön. LP, kommst du wirklich mit mir? Ich interpretiere ihn einfach mal als Jungen, auch wenn er ein bisschen so aussieht wie ein Mädchen. LP, Pokémon verstecken sich immer im Gras. Wie diesem hier, oder? Ein bisschen unnötig, dass er mir das zeigt, auch wenn ich schon 4 Pokémon gefangen habe. Bitte bleib hier und schau, ob ich sie auch richtig fange. Uah! Was ist ein Dab? Ja, einfach so kommt jetzt so plötzlich ein Traslar her. Das sieht aus wie ein Junge, ja, das sehe ich an der Krawatte. No hate, wollte ich nur mal so sagen. Jo, ich hätte auch gerne einen Traslar auf Level 5, also. Aber man will mir ja nie ein Stück vom Kuchen abgeben, deswegen ein bisschen blöd ist es schon. Ja, das ist natürlich auch sehr komisch, dass er sein Pokémon zurückzieht. Nun muss man den Ball werfen. Ach du liebe Zeit, ist ja absolut vollkommen neu. Ich habe gedacht, man fängt einfach so mit dem Kescher ein. Und natürlich klappt es auch wie die Butter auf dem Schmelzfeld. Absolut berechtigt. Ja. Mein Gott, so einer möchte ich auch mal gerne sein, der es einfach so schafft, der die Elemente praktisch außer Gefecht setzt, ja. Ich habe es geschafft, es gehört mir, mein Pokémon. LP, dankeschön, lass uns zurück zur Arena gehen. Was habe ich denn gemacht? Ich habe doch nur zugesehen. Und, hat es geklappt? Danke, ja wunderbar, hier haben sie ihr Pokémon zurück. Danke, LP, dass du mit mir gegangen bist. Euch beiden habe ich jetzt zu verdanken, dass ich mein erstes Pokémon fangen konnte. Ich verspreche, ich werde mich gut darum kümmern. Oh, meine Mama wartet sicher schon auf mich. Ich muss nach Hause. Bis bald, LP. Nun, LP, wenn du ein guter Trainer werden willst, hier ist mein Rat. Geh nach Meteros City gleich hinter diesem Ort. Du sollst die Arena-Leiterin Felicia herausfordern. Danach suche die anderen Pokémon-Arenen und besiege die Arenenleiter. Sammle die Orden der verschiedenen Arenen, verstehst du? Ich bin natürlich auch ein Arenenleiter, aber wir werden eines Tages gegeneinander antreten. Aber erst, wenn du stärker geworden bist. Wenn du nicht stärker geworden bist, kannst du es vergessen. Okay, dann können wir auch gleichzeitig diesen Ort hier verlassen, weil geheilt habe ich mich ja schon. Intus doppelt und dreifach. Wir haben hier noch ein paar Tipps. Gut, dann kämpfen wir noch hier gegen diesen Trainer hier. Vielleicht schaffen wir es ja schon Part 5 zur Arena. Ich bin eigentlich guter Dinge.
was diese Theorie angeht. Weil es haben wir ein bisschen getrödelt, finde ich. Mehr oder weniger. Geduld ist natürlich eine sehr bösartige Attacke. Schon auf Level 8 teilweise, also doch nicht so sonderlich schlecht das ganze Programm, was hier so abgeht mit den Leveln. So, Level 14, wundervoll, das ging wie schon wieder wie Butter im Schmelzfeld, was auch immer ein Schmelzfeld ist. Also Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao.